Ich freue mich sehr, jetzt auf der Bühne gleich zwei Redner begrüßen zu können. Günther Burkert, er hat schon 1986 Pro Asyl mitgegründet und ist das Gesicht, was immer wieder gegen Rassismus und für Menschenrechte eintritt in diesem Land. Und mit ihm hier auf der Bühne ist Ramin Mokhabat, er kommt aus Afghanistan, ist 2015 hierher geflüchtet und setzt sich jetzt für seine Brüder und Schwestern überall ein. Ihr habt das Wort. Liebe Bürgerinnen und Bürger Europas, es sind Zehntausende auf der Straße und Hunderttausende wiegen sich in einer trügerischen Sicherheit. Das Fundament unseres Kontinents wackelt, die Menschenrechte. Und ich spreche hier nicht nur von der Flüchtlingsthematik. Wir werden heute dafür kämpfen müssen, dass unsere Kinder und Kindeskinder noch in Freiheit und mit menschenrechtlichen Grundlagen leben. Es werden Standards eingerissen, wenn Menschen im Mittelmeer ertrinken und Europa das Zurückschleppen in Folterlager Libyens finanziert. Auch unsere Bundesregierung. Die Schiffe werden bezahlt von Italien, die Besatzungen ausgebildet von Deutschland. Das muss aufhören. So verrät man auch die Menschenrechte. Es versinkt ein Rechtsstaat im Schlamm, wenn ich Menschen 18 Monate, 2 Jahre, 3 Jahre isoliere auf griechischen Inseln, bis sie mürbe sind und durchdrehen. Und es versinkt ein Rechtsstaat auch buchstäblich im Schlamm, wenn ich die Menschen fernhalte von euch, in Deutschland isoliere, in Großlagern, Turboverfahren mache und dann abschiebe. Wohin? Nach Afghanistan, in ein Kriegs- und Krisengebiet. Da soll nächste Woche der nächste Flieger starten. Mein Freund Mohabbet wird nachher noch mehr dazu sagen. Aber ich habe genau gelesen, wie es hier heute immer heißt, die Gefahr kommt von rechts. Die Gefahr kommt auch aus der Mitte dieser Gesellschaft, wenn man die Menschenrechte und die Menschenwürde missachtet. Und da versagt unsere Bundesregierung, da treibt unsere Bundesregierung diese Entwicklung voran in negativer Hinsicht. Ja, ich sage sogar, man treibt die Argumente den Rassisten im Süden zu. Warum? Schauen wir das Ganze mal aus südlicher Perspektive an. Warum geht Salvini hoch wie eine Rakete in den Umfragen? Warum nehmen Rassisten in Griechenland zu? Sie sagen, wir zahlen die höchsten Zinsen in Europa. Wir sanieren eure Banken in Frankfurt, Berlin und in anderen europäischen Großstädten. Dort ist die Jugendarbeitslosigkeit am höchsten. Und jetzt kommt unsere Regierung in dem Hau-ab-Gesetz, denn das ist es ist kein geordnetes Rückkehrgesetz, und sagt, alle, die aus den EU-Staaten hierher kommen, die hungern wir aus, die setzen wir auf Null, die kriegen nichts mehr zu essen, bis sie zurückkehren an die Ränder Europas. So schürt man auch eine antieuropäische, eine antideutsche Stimmung. Und deswegen sage ich heute und hier, es geht nicht nur gegen die Gefahr von rechts. Diese Demokratie wackelt dann, wenn die Mitte bröselt. Und deswegen kann dies heute nur ein Anfang sein, damit wir aufstehen für Menschenrechte und auch für uns selbst. Ich will keine andere Republik. Das hat mein Vater erlebt, das hat mein Großvater erlebt. Und die Anfänge sind, wenn wir verraten, die Würde des Menschen und Menschen in Kriegs- und Krisengebiete zurückschicken. Und was das heißt, wenn man dort herkommt, dazu übergebe ich gerne an Ramin, der dazu sprechen wird. Vielen Dank. Hallo Berlin! Danke, danke. Ich bin sehr froh, dass ihr zahlreich gekommen seid. Ich bin Ramin Mohabbat aus Afghanistan. Seit 2015 lebe ich in Deutschland und ich spreche für Pro Asyl. Vor 2 Jahren hat Europa einen Deal mit Afghanistan gemacht, dass sie Afghanen leichter nach Afghanistan abschieben können. Und Afghanistan, was ist Afghanistan? Wo seit 45 Jahren Krieg gibt, wo in 70% des Landes die Taliban die Macht haben, wo von 2009 bis 2017 63.000 Menschen im Bürgerkrieg getötet worden. Afghanistan, wo
Taliban jetzt mit Amerikanern irgendwie verhandeln, nicht in diesem Land, sogar, sondern in Russland und Katar. Und was macht Europa? Europa schiebt Kinder, Frauen, Männer in diesem Land. Zum Glück, Deutschland beschränkt sich immerhin nur für alleinstehende Männer. Aber Norwegen, Niederlande schieben sogar Kinder in diesem Land. Was machen diese Leute in dort? Pfui, pfui. Wie leben die Afghanen, deren Asylantrag abgelehnt ist? In Angst. Keine Kraft mehr, keine Energie mehr. Kein Schlaf mehr. Das ist einfach zu sagen, ich schlafe nicht. Aber das haben wir erlebt. 2 Jahre lang habe ich gar nicht geschlafen. Wegen Angst, wegen Unsicherheit. Ich wusste nicht, ob ich hier bleiben darf oder nicht. Soll ich morgen nach Hause gehen oder heute? Jeden Tag muss ich irgendwie aufpassen, wann kommt die Polizei und holt mich ab. Und diese Situation leben die meisten Afghanen in Deutschland jetzt. Warum lassen sie einfach nicht nur uns einfach in Ruhe leben? Wir sind nicht aus Spaß nach Europa gekommen. Wir sind durch 8 Länder gelaufen. Das ist einfach zu sagen. Das war kein Urlaub. Das war kein Wandern. Das war 8 Länder laufen. Viele von uns sind im Mittelmeer ertrunken. Viele von uns sind beschossen worden. Viele von uns wurden geschlagen. Wir haben mit 700 Leute in einer Halle gewohnt. 700 Leute, 700 verschiedene Leute aus verschiedenen Kulturen in einer kaputten Halle. So was macht kein Mensch aus Spaß. Jeder hat einen Grund, nach Europa zu kommen. Menschen. Wir haben auch Rechte. Asyl ist Menschenrechte. Und wir kämpfen dafür. Wir sind mehr. Und wir kämpfen immer. Europa muss sich endlich an Menschenrechte halten. Wir müssen kämpfen. Wir sind zusammen und wir sind mehr. Und diese Nazis haben keine Chance. Asyl ist Menschenrechte. Kein Mensch ist illegal. Bleiberecht überall. 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 Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Schönen Tag noch. Danke. Ja, ganz herzlichen Dank, Ramin Bukabat und Günther Burkhardt.